Grüße Leute, Grüße gehen raus. Heute, wie ich finde, ein sehr, sehr interessantes Video. Ich habe richtig Bock, dieses Video zu machen, weil ich mich auch selber damit beschäftigen wollte und einfach mal so ein Gefühl dafür kriegen, ob die Jobraten für mich stimmen oder nicht. Ihr seht es ja schon am Titel. Heute geht es darum, dass ich euch die offiziellen, und hier kommt es, die offiziellen Jobraten für die Leute, die den Gamer-Jargon nicht so in sich tragen, also die Wahrscheinlichkeiten für einen Job beziehungsweise für das Erhalten eines seltenen Ausrüstungsteils aus einer jeweiligen Monsterkiste. Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit in Prozent, dass ihr aus einer Eisdrachentruhe ein Eisdrachenherz bekommt? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr aus einer Terrortruhe eine Terrordornsaat bekommt? Und so weiter und so fort. Für jedes einzelne Monster gehen wir heute durch. Hierbei geht es aber nur darum, wie wahrscheinlich ist es, dass ihr dieses seltene Ausrüstungsteil bekommt. Jetzt geht es nicht darum, ob es dann grau ist, ungewöhnlich, selten, episch oder legendär. Also Gold, Lila und Blau. Ja, darum geht es nicht. Es geht erstmal nur darum, wie wahrscheinlich ist es, überhaupt eins zu bekommen. Dann, ob es dann grau oder Gold ist, ist dann wieder nochmal eine zusätzliche Wahrscheinlichkeit. Ja? Darauf wollen wir heute aber nicht eingehen. Denn man muss ja irgendwie so, man muss ja irgendwo anfangen, man kann nicht alles in einem Video klären. Und das sind auch wirklich nur die Jobraten bei den Kisten. Es gibt bei Monster Hunt, also wenn man Monster jagt, nochmal andere Jobraten. Dazu kann ich auch ein Video machen, wenn ihr Lust habt. Da gibt es auch öffentlich von IGG, den Entwicklern von Lords Mobile, verkündete Jobraten, also Wahrscheinlichkeiten, wie ihr da bei Monster Hunt, wie wahrscheinlich das ist, dass ihr da ein seltenes Ausrüstungsteil bekommt und so weiter und so fort. Das kommt dann aber alles in kommenden Videos. Heute gehen wir nur auf die seltenen Ausrüstungsteile ein und dabei fangen wir halt an mit dem Trojan. Wenn ich ihn hier mal zu... Ja, hier haben wir ihn. So. Ich werde auch immer meine persönliche Meinung sagen, wie ich finde, wie in den letzten... Ich spiele jetzt seit genau 2 Jahren eigentlich. Ja, ich habe, glaube ich, vor 2 Jahren, 2016, im April angefangen. Also genau 2 Jahre. Nicht schlecht. Und... ja, ich werde euch halt meine persönliche Meinung sagen, ob ich ungefähr das Gefühl habe, dass die Droprate vielleicht ein bisschen niedriger war oder ein bisschen höher. Einfach nur, ja, damit ihr da so eine Meinung habt, ist ja jetzt auch eine Langzeitstudie, sage ich mal. Denn ich habe ja 2 Jahre dieses Spiel gespielt. Ja, so, wir fangen aber direkt an. Erstmal suche ich mir jetzt hier die Screenshots raus. Ich habe natürlich alles gescreenshottet und werde euch natürlich auch alles zeigen. Das heißt, ihr müsst nicht selber ins Forum gehen, sondern ich werde euch die Screenshots hier zeigen. Ich suche die mal kurz raus. So, hier haben wir es schon mal direkt vom Trojaner. So, den sollte ich euch jetzt eingeblendet haben, wenn ich das hingekriegt habe. Da seht ihr, dass die Blaupause mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% droppt. Und das ist ja auch das, was ich immer in meinen letzten Videos gesagt habe. Also ich finde, die Blaupause droppt richtig häufig und 10% für ein seltenes Ausrüstungsteil. Das heißt, jedes 10. Teil ist eine Blaupause, ist schon sehr, sehr oft. Und deswegen untermauert das ja nochmal meine Meinung im letzten Video zum Mixset. Jeder sollte, der nicht so viel Geld investiert, sollte sich den Flammenpanzer machen, weil ihr werdet den früher oder später wahrscheinlich durch Höllen-Events, durch Gilden-Events, wo ihr die Kisten kriegt von dem Trojaner, werdet ihr den auf Blau oder vielleicht sogar Lila kriegen. Selbst Free-to-Play ohne 1 Cent zu investieren. Das dauert natürlich seine Zeit, aber es geht. Und genauso wird das hier auch nochmal bestätigt, denn 10% ist richtig krass. Also das ist ja schon fast kein seltenes Ausrüstungsteil mehr, wenn man sich das mal so überlegt. Also das ist schon eine... ja, es kommt sehr, sehr häufig vor, dass ihr die Blaupause bekommt. 10% hier, aber wie gesagt, es ist nur die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine Blaupause bekommt. Es ist jetzt noch nicht gesagt, dass die dann grau, grün, blau, lila oder gold ist, ja. Das sei hier schon mal an der Stelle gesagt. Dazu können wir dann nochmal in einem späteren Video drauf eingehen. Heute soll es wirklich nur um die reine Wahrscheinlichkeit gehen, dass so ein Teil auftaucht. So, hier können wir auch nochmal beiläufig erwähnen, dass das Trojan-Juwel, kann man das hier auch irgendwo sehen oder muss ich da auf irgendwas anderes klicken? Das Trojan-Juwel sehen wir jetzt hier nicht, dann gehen wir da mal in den Schrank. Ich habe es ja zum Glück, glaube ich. Hier, das Trojan-Juwel mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,6%, Leute. Also... ihr wisst ja, dass ich damals mal ein goldenes bekommen habe. Da könnt ihr euch mal ausrechnen, was für ein Lacker ich da war. Also das war schon krass. 0,6% nur. So, den Trojaner haben wir damit abgehakt. Jetzt noch meine Erfahrung dazu. Ja, ich finde, die Droprate kommt ungefähr hin.
Das spiegelt auch mein Gefühl wieder, sage ich mal. Ich habe ja gesagt, Blaupause droppt ziemlich oft und die Droprate bestätigt es auch. Und ja, kann ich eigentlich mit meinen 2 Jahren Spielen jetzt eigentlich nur bestätigen. So, als nächstes kommt der Jim Reaper. Ja? Das ist hier natürlich der Sensenmann. Wo ist er? So, hier ist das seltene Ausrüstungsteil, der verfluchte Schädel. Mit 4% droppt der nur. Da könnt ihr ja schon mal diesen krassen Unterschied sehen, ja? 4% nur, Leute. Das ist schon extrem wenig. Also wirklich, 4% und ihr müsst ja für so einen ewigen Kodex 8 goldene Teile haben. Ja, das ist auch schon so eine Sache, ne? Das heißt, es ist quasi 2,5, also rein nur von der Wahrscheinlichkeit her, 2,5 mal so schwierig, einen ewigen Kodex auf Gold zu kriegen, wie ein Flammenpanzer. Ja? So viel dazu. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber dafür haben wir hier das Sensenmann-Juwel. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Das müsste hier das Düster-Juwel sein, ne? Bin ich da jetzt auf den richtigen Weg? Warum wird mir das denn nicht angezeigt, von welchem Monster das ist? Aber Sensenmann müsste Düster-Juwel sein. Aber der ist auch gerade hier auf der Karte. Da können wir das ja mal eben nachgucken. Sensenmann, Düster-Juwel, ja. So, ist es 1%. Also das Trojan-Juwel 0,6%. Düster-Juwel jetzt 1%. Dafür aber natürlich von dem verfluchten Schädel die Droprate viel, viel schlechter. Ja, es ist wirklich sehr interessant. Also was habe ich da für ein Gefühl? Ich muss sagen, dass es so selten ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass verfluchter Schädel seltener droppt als Blaupause, hätte ich sofort unterschrieben. Also auch bevor ich die Dropraten gesehen hätte. Aber das ist wirklich, dass die Wahrscheinlichkeit ja von der Blaupause 2,5 mal so viel ist. Das ist schon krass. Aber an sich, wenn ich so nachdenke, kann das schon hinkommen. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, boah, nee. Also verfluchter Schädel kam jetzt bei mir viel, viel öfter. Aber ich hätte es jetzt zu Anfang nicht so gedacht. Echt, hätte ich nicht so gedacht. Aber es sind die offiziellen Dropraten. Ich habe es euch ja nochmal eingeblendet. Und ja, das waren die Dropraten hier von dem verfluchten Schädel von den Sensenmann. So, jetzt gehen wir auf das Terrordorn-Set. Und das, Leute, da hätte ich sogar noch niedriger gedacht. Also ich weiß, ich habe die letzten 2 Jahre, ich blende euch jetzt hier die Dropraten ein, ich habe die letzten 2 Jahre so oft einfach in 40, 50 Kisten nicht mal eine graue Terrordorn-Saat bekommen. Ja, und 40, 50 Kisten heißt ja dann, dass ihr quasi 50 Teile bekommt. Und hier steht ja, dass die Wahrscheinlichkeit 3% ist. Also aus 100 Teilen sollten 3 zumindest rein statistisch eine Terrordorn-Saat sein. Ich habe echt des Öfteren hintereinander aus 40, 50, 60 Kisten nicht eine Terrordorn-Saat bekommen. Und ja, da dachte ich echt jetzt, wo ich die Dropraten gesehen habe, okay, hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn da 2 oder 1% stehen. Ich meine, es kann gut hinkommen, vielleicht hatte ich auch einfach nur Pech. Ich muss zugeben, so oft hatte ich jetzt Terrordorn-Kisten jetzt auch nicht, ja. Also ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt in den 2 Jahren 4000 Kisten geöffnet hätte. Das auf keinen Fall. Das wären wahrscheinlich schon 400, 500 gewesen sein insgesamt. Aber an sich jetzt keine richtig krasse Anzahl. Deswegen kann ich auch einfach nur Pech gehabt haben. Aber mein Gefühl sagt, dass die Droprate sogar noch schlechter ist. Aber es kommt ungefähr hin. Und man sieht es ja auch jetzt sogar noch niedriger als die vom verfluchten Schädel. Hier sind wir nur bei 3%. Und dieses Video, das will ich euch hier an der Stelle mal sagen, ist auch wirklich sehr, sehr wichtig. Denn es kann euch dabei helfen, wie wollt ihr investieren. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Rüstung geht, ne, und ihr sagt, ihr wollt ein Full-Infanterie-Set haben, ja, einfach nur Full-Infanterie, ihr wollt keinen Kampf, keinen Fernkampf, ja, dann ist es natürlich am besten, das Terrordorn-Schild zu schmieden. Aber wenn ihr euch jetzt mal überlegt, wie krass die Droprate bei der Blaupause war, ja, dann ist es doch, wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt, 10-mal besser den Flammenpanzer zu schmieden. Der hat zwar ein bisschen weniger Infanterieangriff, aber er hat zumindest dieselbe Armeetrefferpunkte. Ist doch richtig, ne? Nicht, dass ich jetzt hier Scheiße erzähle. Und die Droprate ist mehr als das Dreifache. Ja, mehr als das Dreifache. Und zudem braucht ihr auch nur 8 anstatt 9. Ja, hier brauchen wir doch 9, ja. Und bei dem Flammenpanzer braucht ihr nur 8.
Das heißt, ihr habt zwar 15% Infanterieangriff weniger, aber hier habt ihr eine rein realistische Chance, dieses Teil auf Gold zu kriegen, ja? Wobei das Terrorschild vielleicht dann schon in der Zeit, wo ihr den Flammenpanzer auf Gold habt, ist das Terrorschild vielleicht dann sogar noch immer noch nur blau. Oder vielleicht schafft ihr es auf lila, aber das wäre schon richtig krank. Weil ihr habt es gesehen, 3% Leute, 3%. Das Juwel ist hier, das Terrorjuwel ist hier auch bei 1%. Also genauso wie das Düsterjuwel. Wir gucken uns das mal kurz an. Habe ich ein Terrorjuwel? Ich hoffe schon. Ja, ich habe sogar 3 blaue. Ja, bei 1%. Also da gibt es keinen großen Unterschied. Aber ich deswegen nochmal gesagt, schaut euch das Video an und überlegt dann vielleicht und überarbeitet nochmal eure Kaufstrategie. Denn manche Sachen droppen echt so selten, dass es fast gar keinen Sinn macht, die zu holen für die paar Prozent, die sie besser sind. Als jetzt Teile zum Beispiel wie der Flammenpanzer, den man einfach wirklich relativ schnell Gold kriegen könnte mit den ein oder anderen Euro. Ja? Terrordorn, Schild, auf gar keinen Fall auf Gold zu kriegen mit wenigen Euros. Deswegen sind diese Drop, deswegen will ich unbedingt diese Drop-Raten mit euch durchgehen. So, jetzt kommen wir zu Schamanenkisten. Also was ganz Neues. Dort haben wir eine Drop-Rate von dieser komischen Puppe von 14,5%. Und das kann ich sagen, ja, das habe ich auch so im Gefühl. Ihr habt ja meine ersten Videos gesehen, also hier von dieser Puppe rede ich, ne? Ihr habt ja meine ersten Videos gesehen und da habe ich ja so eine goldene Voodoo-Puppe bekommen. Und ich habe so gedacht, so, boah, ich bin der allerkrasseste Lacker. Aber dann habe ich auf einmal in dem nächsten Opening schon wieder gesehen, der hat 2 lilane bekommen, dann andauernd blaue und habe ich mir so gedacht, irgendwie scheint die Droprate von diesem Voodoo richtig krass zu sein. Ja, also dass da das seltene Ausrüstungsteil, das ist, es gibt hier im Prinzip kein wirkliches seltenes Ausrüstungsteil, denn ja, die Teile sind ziemlich nah beieinander. Ihr seht ja hier gerade die Dropraten eingeblendet, 14,5, 19,5%. Also da kann man jetzt nicht sagen, es gibt ein richtig krasses seltenes Ausrüstungsteil. Die Voodoo-Puppe ist es klar, aber hier diese ausgestopfte Puppe, aber trotzdem 14,5% Droprate, das kann ich nur bestätigen. Also ich hatte bis jetzt immer richtig viele Puppen und deswegen ist auch schon mit so wenig Geld, ich glaube ich habe 10 Euro in mein Schaman-Set investiert und trotzdem sieht das schon so aus, was man ja schon mal machen kann. Also ist jetzt nicht schlecht. Würde ich jetzt noch ein 5-Euro-Paket kaufen, würde hier meine Rüstung auf Gold gehen. Und hier diese Schildhand auf lila, ja, dann würde das nochmal anders aussehen. Und das dann mit 15 Euro geht schon klar. Also Voodoo, echt krasse Dropraten, habt ihr jetzt auch gerade gesehen. Brauchen wir nicht lange drüber schnacken. So, jetzt gehen wir zu Titanen. Ja, Leute. Also da, ohne Witz, Leute. Da bin ich jetzt ein bisschen beeindruckt. Also, meine Erfahrung ist, dass diese Juwel, da hätte ich sofort gesagt 1%. Wenn ihr mich fragt, was ist da die Droprate, überlegt euch mal, wie viele Materialwahnsinn ich schon gekauft habe, jetzt in den 2 Jahren. Bestimmt 4 oder 5 21 Euro Materialwahnsinn und einmal sogar Gold. Ja, also einmal komplett 100 Euro Materialwahnsinn. Und beziehungsweise habt ihr ja nicht alles nur ich gekauft, sondern auch von euch, also von euch ist das Geld auch gekommen. Das will ich hier auch immer mal wieder betonen. Sowas vergesse ich natürlich nicht. Und ey, guckt euch mal an, wie viele Perlen ich habe. Ich habe bestimmt schon, ungelogen, auch aus den Gilden-Event habe ich oft mal Trojaner am Anfang genommen, wo ich noch gar keinen Plan hatte und dachte, boah, das könnte richtig geil werden, hier die Prüfung des Sturms zu schmieden. Also ich habe bestimmt in den letzten Monaten, so lang ist der Titan ja noch nicht da, ich habe bestimmt schon 2000, 3000 Kisten geöffnet. Und das sind die Perlen, die ich daraus habe, aus 2000, 3000 Kisten. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, vielleicht sind auch 3000 bis 4000. Auf jeden Fall richtig viele Kisten habe ich schon geöffnet. Es sind ja immer 100 bei Materialwahnsinn dabei. Wenn ich, als ich den auf Gold gekauft hatte, hatte ich sogar 700, ja. Alleine bei diesem Opening war das so. Also richtig krass auf jeden Fall. Und ich habe nicht wirklich viele Perlen gekriegt. Also ich hätte jetzt geschätzt, dass da die Droprate von der glänzenden Perle bei 1% ist. Das wäre so mein Gefühl gewesen. Offiziellen Dropraten sagen was anderes. Ihr seht es ja, 3% angeblich die glänzende Perle. Ja. Schreibt mir, wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich habe das Gefühl, die ist niedriger. So.
Glowing Eye, also glänzendes Auge von dem guten, wo ist es hier? Pechschwingen-Set. Hat hier eine Droprate von 10%. Da muss ich sagen, das finde ich krass. Also ich hatte schon das Gefühl, dass die oft droppen. Gerade die grauen hat man immer mal 2, 3 dabei. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es genauso krass wie bei der Blaupause ist. Also ich hätte jetzt schon gesagt, auf jeden Fall viel mehr als bei Terrordornsaat. Natürlich viel, viel mehr als bei der glänzenden Perle. Und so, und auch ein bisschen mehr als bei dem verfluchten Schädel, ja. Also ich hätte jetzt so 6-7% gedacht. Aber dass es auch 10% ist, finde ich krass. Aber es bestätigt auf jeden Fall mein Gefühl, die glühenden Augen, da hatte ich auch immer das Gefühl, so die droppen ziemlich oft. Also hier den Drachenschatten auf lila zu kriegen, wird wahrscheinlich auch noch ein Projekt von mir, weil ich glaube, dass es mit halbwegs wenig Geld zu machen ist. Da ja auch sieht man hier, die Droprate ziemlich hoch ist. Ja, 10% haben wir. Wir haben kein Juwel hier, also wollen wir da nicht weiter drauf eingehen. 10% von dem glühenden Auge hier beim Drachenschatten bzw. bei dem Pechschwing-Set. So, das nächste ist der Höllenherzog. Hier haben wir das Teufelshirn. Ja? Dieses. Angebliche Droprate 5,5%. Finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Oh, ich kann hier noch ein paar verschmelzen. Finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Da muss ich erstmal wirklich drüber nachdenken. Denn, ja, ich habe mir nie wirklich viel von diesem Höllenherzog gekauft. Ich habe auch nie irgendeinen Teil davon gebraucht. Ich wollte irgendwann mal eine brennende Rolle auf Gold haben. Einfach weil ich die cool finde, weil die cool aussieht und weil man die für Mixset gebrauchen kann. Der Schädelspalter ist natürlich richtig geil. Aber ich muss sagen, ich habe da jetzt kein wirkliches Gefühl für. Also 5,5%, das heißt, es ist irgendwas zwischen verfluchter Schädel und Blaupause und glühendes Auge, irgendwie so dazwischen. Also ein bisschen öfter als verfluchter Schädel, aber auf jeden Fall seltener als Blaupause und glühendes Auge. Aber auch sehr, sehr interessant, dass das hier nochmal ein neuer und anderer Wert ist. Also dass es jetzt nicht auch 3% oder 4% sind und auch nicht 10%, sondern nochmal ein komplett neuer Wert von 5,5%. Ich finde, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also diese Dropraten hätten die mal eher veröffentlichen sollen. Oder ich hätte mal eher auch ein Video drüber machen sollen. Denn, ja, das kann, also das in meinem Denken jetzt, wie ich cashen will und wie und welche Teile ich schmieden will, kann sich dadurch jetzt nochmal verändern. Denn es kann sein, dass ich jetzt versuche, zum Beispiel, anstatt mir einen lila Schädelspalter zu machen, einfach einen goldenen Flammenpanzer oder so, weil ich irgendwie abwäge, okay, die Droprate von den Blaupausen ist fast doppelt so hoch und ja, und ich brauche nur 8 anstatt 9 seltene Teile. Es könnte einfacher sein, einen goldenen Flammenpanzer zu kriegen, als einen lilanen Schädelspalter, ja. Und sowas habe ich, solche Dinge habe ich jetzt, seitdem ich diese Dropraten durchgelesen habe, im Kopf, dass man jetzt nochmal einen anderen Aspekt hat. Nicht nur die Boost, was ist besser, sondern auch, was könnte viel, 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 viel billiger werden am Ende? Ja? Und was könnte ich rein aus logischem Denken mit wenigen Euros auf Gold kriegen? Jetzt, wo wir die Dropraten kennen. Also ist wirklich sehr, sehr interessant. Also hier hatten wir das Teufelshirn bei dem Höllenherzog mit einer Droprate bzw. mit einer Wahrscheinlichkeit, dass ihr dieses Teil bekommt von 5,5%. Wir machen weiter mit den Lindwurm. Und Leute, ganz ehrlich, da ist das erste Mal, wo ich sage, hundertprozentig anderes Gefühl. Hundertprozentig anderes Gefühl. Hier wird ja gesagt, dass diese Jadekugel, ne, dass die mit einer Wahrscheinlichkeit von 3%, also genauso wie die glänzende Perle vom Titan und genauso selten wie die Terrordornsaat. Vielleicht bin ich auch einfach nur der allerherbste Lacker. Das kann natürlich auch sein. Aber ich habe schon die Lindwurmkrone auf lila. Das heißt, ich habe schon 6 von diesen lila Teilen. Und nochmal jetzt 2 dazu. Also insgesamt sogar 2 goldene eigentlich. Wenn ich jetzt nicht die Lindwurmkrone geschmiedet hätte. Zusätzlich habe ich auch noch ein lilanes Lindwurmsiegel. Ja, das habe ich ja auch. Das heißt, es sind auch nochmal 3, die draufkommen. Also ich habe eigentlich im Prinzip 3 goldene Lindwurm-Jadekugeln insgesamt in den 2 Jahren bekommen. Und ich habe nie Lindwurm gecashed, das heißt immer nur so durch irgendwelche Kisten, die bei irgendwelchen anderen Paketen dabei waren, aber nie wirklich das 5-Euro-Paket vom Lindwurm geholt. Und ich hätte jetzt
ganz ehrlich die Droprate doppelt so hoch gedacht. Also dass die jetzt so wie zum Beispiel das Teufelzähne 5,5 oder 6% ist. Auf jeden Fall mehr als verfluchter Schädel, hätte ich gedacht. Und ja, auf jeden Fall viel, viel mehr als glänzende Perle oder Terrordonsaat. Da bin ich mal gespannt auf eure Meinung, ob ihr da das ähnliche Gefühl habt oder ob ich einfach nur ein richtiger Glückspilz war in Sachen Jadekugeln. Denn wie gesagt, also mein Gefühl würde jetzt sagen so 6-7%. Also viel, viel höher. Fast das Doppelte, also mindestens das Doppelte höher als hier offiziell von IGG die 3%. Ja. Und nochmal ganz wichtig auch das Juwel. Wir haben hier das Lindwurm-Juwel. Wo bist du? Habe ich kein Lindwurm-Juwel? Doch, hier. Mit einer Droprate von 1%. Also bis auf bis jetzt, welches war das? Das Düster-Juwel oder so? Ne, das Trojan-Juwel. Bis auf das Trojan-Juwel haben alle 1% bis jetzt. Das Trojan-Juwel war 0,6%. Warum auch immer. Ja, aber nicht lang schnacken, weiter geht's. Jetzt gehen wir zu den Greifenkisten. Wo sind sie? Marcel? Ah, hier. Hier natürlich wichtig, dass der Greifenkern, gerade um hier die Greifenschuhe weit mindestens auf lila mal schmieden zu können, geil für Forschungsset und Bautempo-Set, ja. Was ist da die Droprate? Also hier wird 4% gesagt. Auch wieder das Griffin-Juwel, was ich jetzt aber nicht so interessant finde, deswegen werde ich es auch nicht zeigen. Griffin-Juwel auch 1%, also bis jetzt alle Juwelen 1%, bis auf Trojan-Juwel. Ja, 4% der Greifenkern. Offiziell von IGG. Boah. Ja, das könnte ungefähr hinkommen. Also ich hatte jetzt nie besonders Glück beim Greifenkern. Man sieht es ja jetzt auch. Ich habe ein lilanes jetzt noch. Insgesamt habe ich also in den 2 Jahren ein goldenes gekriegt. Wenn ich jetzt meinen Greifenschuh wieder dazu rechnen würde, in denen ja schon 3 lilane Greifenkerne reingegangen sind. Also nicht wirklich viel. Ja, in 2 Jahren ein goldenes zusammengekriegt. Ja, das kann auf jeden Fall hinkommen. Also da ist mein Gefühl jetzt nicht anders. Da würde ich sagen, die 4% auf jeden Fall vom Gefühl her bestätigt. Ja, direkt weitermachen. Ich denke mal, die Greifensachen sind jetzt auch nicht so interessant für die meisten. Bon Appetit. Ja. Also, Bon Viante Set. Wirklich wahrscheinlich mit einer der interessantesten Sets mittlerweile, weil wirklich viele Bock haben auf diesen Becher der Weisheit, weil er auch irgendwie ziemlich geil aussieht und weil es ja nach dem Champions Ausrüstungsteilen für das Accessoire wirklich das beste Accessoire ist, was man haben kann. Hier natürlich sehr interessant, was die Droprate von der leuchtenden Gloriole. Wir haben es ja erst in den letzten Opening gesehen am Donnerstag. Ich hatte nicht wirklich Glück. Ja, 3% Leute, 3% laut IGG. Und ich muss sagen, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich habe das Gefühl, die Droprate ist ein bisschen besser als bei den gezeigten Titanen. Deswegen hatte ich da jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwie 1% oder 2% sind. 3% kann schon hinkommen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr selten. Man muss aber hierbei auch noch betonen, dass die 5-Euro-Pakete von den neueren Monstern, also Titan, Bienenkönigin und Bon Viante, nur 40 Kisten enthalten und nur 10 seltene Ausrüstungsteile, also nur 10 graue Gloriolen, ja? Das muss man in seinen Berechnungen auch immer mit einbeziehen. Von den meisten älteren Sachen gibt es mittlerweile das Doppelte, also 80 Kisten und zum Beispiel 20 seltene Ausrüstungsteile oder 60 Kisten und 15 seltene Ausrüstungsteile, ja? Das muss man in seinen Berechnungen immer mit einbeziehen. Also schreibt euch die Dropraten auf, schreibt euch den Preis für die Pakete auf und schreibt euch auf, welches Teil ihr euch aus den Paketen schmieden wollen würdet und wie viele seltene Ausrüstungsteile ihr davon brauchen tut. So. Und dann könnt ihr halt abschätzen, okay, das kann ich wahrscheinlich schon mit wenig Geld oder vielleicht sogar Free-to-Play auf Lila kriegen. Und das, da müsste ich selbst, um das auf Blau zu kriegen, schon den einen oder anderen Euro investieren. Genauso wie den Becher der Weisheit. Da müsst ihr schon richtig Glück haben, um den Free-to-Play auf Blau alleine zu kriegen. Ja, also ich habe ihn noch nicht blau und ich bin nicht Free-to-Play und habe schon viele Materialwahnsinn gekauft und habe auch schon 2 5-Euro-Pakete von Bon Viante gekauft. Ja, ich bin jetzt hier kurz vor Blau. Ja, also 3% die leuchtende Gloriole, kann ich eigentlich nur bestätigen, habe ich jetzt kein anderes Gefühl. So, weiter geht's. Säbel, der Säbelzahn, wo bist du? Hat mir jemand was Falsches unter meinem letzten Video geschrieben und ich habe es dann in meinem Video übernommen. Ja, jemand unter meinem Video geschrieben gehabt,
dass die Droprate von dem Blutsauger genauso ist wie die Droprate von welches war es nochmal? Von dem königlichen Gift. Hat mir jemand unter meinem Video geschrieben. Ich werde den jetzt nicht einblenden, ich will hier niemanden fertig machen, aber hat er mir unter meinem Video geschrieben. Und da habe ich gesagt, das kann ja eigentlich nicht sein. Und wir werden ja auch gleich auf die Bienenkönigin eingehen, die kommt etwas später, aber merkt euch das schon mal hier von dem Blutsauger 4%. Ich kann euch jetzt schon sagen, von der Bienenkönigin Gift ist es nicht dasselbe, also es ist nicht auch 4%. Ja, also hat mir jemand falsche Infos weitergegeben. Ja, also 4% hier von dem Bestienhelm, muss ich sagen, habe ich jetzt, ich hatte nie wirklich viele Kisten von dem Bestienhelm oder beziehungsweise von dem Säbelzahn-Set, ja. Ich finde die anderen Teile auch jetzt nicht so gut. Man kann sich ein Speedset machen, das heißt, man hat dann viel Reisetempo. Dafür sind die Teile gut. Aber die Schuhe sind zum Beispiel kacke, sind Full Cavalry. Da gibt es natürlich den Gargantua-Gürtel, der ist 10-mal besser. Dann Räuberfänge, die Rüstung. Ey Leute, ne. Dann lieber Flammenpanzer, gibt auch Kavallerieangriff und ja, ist auch nicht, wie gesagt, schwer zu schmieden. Ripperhand finde ich noch halbwegs in Ordnung, wenn man wirklich Full Cav geht, aber an sich kann man hier nur den Bestienhelm gebrauchen, auf lange Sicht, sage ich mal, auf wirklich lange Sicht. Natürlich für ein Speedset lohnen sich alle Teile, aber für ein richtig starkes Angriffsset kann man hier eigentlich nur den Bestienhelm gebrauchen. Und ja, 4% Säbelzahn, hier also 4% bei dem Säbelzahn für den Blutsauger hier. Ja, ich kann da euch da keine persönliche Meinung geben, weil ich wirklich selten Kisten von dem Säbelzahn habe oder noch nie so wirklich viele geöffnet habe. Aber, ja, ich denke mal, wird ungefähr hinkommen. So, als nächstes haben wir Maggot schießt. Also, Mega-Maden-Set, ja. Hier haben wir das ätzende Gift. Und hier angeblich, boah, das finde ich gerade richtig krass, angeblich von dem ätzenden Gift die Droprate, ey, krass. Da muss ich erstmal ein bisschen drauf klarkommen. 9%? Heftig. Heftig, heftig, heftig. Hättet ihr das gedacht? 9%? Nicht schlecht, ey. Also, da bin ich jetzt gerade ein bisschen baff gewesen, kurz. Also klar, ich habe 2 goldene. Aber ich habe auch wirklich schon richtig viele Kisten von dem, oh, ich vergesse den Namen immer, was ist mit meinem Kopf los, von der Megamade geöffnet, ne? Und, also ich hätte jetzt schon gesagt, so, es sind mehr als verfluchter Schädel und glänzende Perle und so, also so 5-6% hätte ich auf jeden Fall gesagt. Aber 9%, das bringt mich ja dann schon wieder in die Bedrängnis, dass ich so das Gefühl habe, es ist vielleicht gar nicht so utopisch, den Pestauchring sogar auf Gold zu kriegen. Ich meine, 2 von 7 habe ich jetzt. Aber 9%, Mann. Nice. Hätte ich nicht gedacht. Also mein Gefühl war jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schlechter. Aber kann hinkommen, ja. Ich meine, ich habe 2 goldene. Obwohl ich schon einen Pestauchring auf Lila habe. Also fast 3 goldene, kann man eigentlich sagen. Ja, es kann hinkommen. Also 9%, krass. Ey, das Video, das überrascht mich echt selber bei manchen Dingen. Also glühendes Auge 10% hat mich enorm überrascht. Dass jetzt hier ätzendes Gift 9% hat auch enorm überrascht. Also, und dann 5,5% bei den Teufelzieren. Diese komische Droprate hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht. Na egal, wir machen weiter. Slayer schießt. Das ist natürlich hier die Jägerflamme, beziehungsweise von dem Jägerset, ja? Was ist von der Jägerflamme die Droprate? Die von der Jägerflamme die Droprate, ich hoffe, ich blende euch das alles immer ein. Ne? Ich gehe da ja gar nicht so wirklich drauf ein, dass ich das immer euch links einblende. Ich hoffe, ich denke daran. Ansonsten haue ich mir selber ins Gesicht. Nicht, dass ihr denkt, ich denke mir die ganzen Sachen hier aus. Sondern ich hoffe, ich habe es euch bis jetzt alles eingeblendet, ey. Ja, Flamme. Jägerflamme hier, 5%. Das Juwel, 5% auch. Krass. Das erste Juwel, was so krass droppt. Also das mit der Jägerflamme, muss ich sagen, okay,
So ist mein Gefühl auch. Hab ja schon das eine oder andere 5-Euro-Paket hier von dem Jägerset gecashed, ja. Ich habe ja jetzt auch, sag ich mal, nicht mehr das absolute Free-to-Play-Jägerset. Zwar immer noch billig, aber ich habe schon hier die Seite zumindest auf blau und hier alles auf grün. Also ein bisschen Jagdset habe ich ja jetzt auch schon nach 2 Jahren endlich mal dann geschafft. Was mache ich hier? Also 5% hätte ich auf jeden Fall auch gesagt, ja. Also so um den Dreh. Also wenn da jetzt 4% oder 6% stehen würde, würde ich da jetzt auch jetzt nicht sagen, Aber so um den Dreh hätte ich es auf jeden Fall auch gesagt. Aber 5% das Juwel, schon wieder die nächste Sache, die mich komplett überrascht. Und ich klicke jetzt hier, während ich rede, total dumm durch die Gegend. So, jetzt sind wir aber wieder am richtigen Ort. 5% hier. Krass. Von dem Juwel 5%. Hättet ihr das geglaubt? Boah, ich bin echt gespannt auf eure Kommentare. Es sind wirklich viele Sachen, die ziemlich erstaunlich sind. Wir machen mal weiter. Forstring. Also Eisdrachen-Set. 6%, wieder eine andere Droprate, die wir noch nicht hatten. 6% hatten wir jetzt auch nicht. Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass IGG da so kreativ war, viele verschiedene Dropraten gemacht. Die hätten ja jetzt auch sagen können, okay, es gibt einmal 3%, das haben die Teile, entweder es gibt einmal 6%, es gibt einmal 10%. So. Aber es sind viele detaillierte Unterschiede. Ja? Das macht das alles wirklich sehr interessant und auch zu überlegen, was man dann in Zukunft cashen will. Also klar, ich muss jetzt noch einmal das Eisdrachen Paket holen, das 5-Euro-Paket, weil dann habe ich einfach mein Eisdrachen-Großschwert auf lila. Aber man muss sagen, zum Beispiel, gerade hier ist das sehr, sehr interessant, denn man hat ja für die Waffenhand, hier das Eisdrachen-Großschwert ist ja Waffenhand, hat man ja, wenn man zum Beispiel Mixset gehen will, hat man ja die Wahl zwischen, wie ich, Eisdrachen-Großschwert oder Schädelspalter, ne? Jetzt ist natürlich der Schädelspalter viel, viel besser. Aber ihr braucht mehr als das Doppelte an seltenen Ausrüstungsteilen. Ihr braucht 9 anstatt 4. Hier braucht man nur 4 Eisdrachenherzen. Und bei dem Schädelspalter braucht ihr 9 Teufelzierne. Und wir wissen jetzt auch, dass die Droprate von den Eisdrachenherzen nochmal um ein kleines bisschen besser ist. Nämlich anstatt 5,5% bei den Teufelzieren haben wir hier 6% bei dem Eisdrachenherz. Also, das ist interessant so, weil das sind ja die beiden Teile, die man bei einer Waffenhand für das Mixset nehmen würde. Und jetzt kann man halt so abwägen. Okay, die Droprate ist ein bisschen besser und man braucht doppelt so wenig seltene Ausrüstungsteile. Ja. Da ist es auf jeden Fall fast so, als wenn man... Ja, ist schwierig zu sagen. Also, ich bin ja immer noch der Meinung, dass es, den Schädelspalter auf lila zu machen, schwieriger ist als das Eisdrachen-Großschwert auf Gold. Das ist ja immer noch meine Meinung. Und wenn man dann vergleicht, man hat das Eisdrachen-Großschwert auf Gold und den Schädelspalter auf Blau. Ja, weil es ist ja meiner Meinung nach leichter auf Gold zu kriegen als Schädelspalter auf Lila. Also hat man den noch nicht auf Lila. Und wenn man jetzt Schädelspalter auf Blau mit Eisdrachen-Großschwert auf Gold vergleicht, ist natürlich das Eisdrachen-Großschwert besser. Ja, also Leute, ganz interessante Sachen. Aber ich will euch damit natürlich nicht zu lange nerven. Wir wollen heute eigentlich nur über die Dropraten reden. Und hier haben wir das Bienenkönigin-Gift als nächstes. Leute, 3%. Also der mir unter das Video geschrieben hat, Bienenkönigin-Gift, genauso wie Blutsauger vom Säbelzahn. Du hast mich ganz schön verarscht, Mann. Ich habe ja im Video dann auch gesagt, so, hä, das kann ich nicht verstehen, so. Mein Gefühl ist auf jeden Fall anders und mein Gefühl ist ja auch bestätigt hier von den Dropraten von IGG. 3% für das Bienenkönigin-Gift, also wir können schon mal so viel festhalten. Titan, Bienenkönigin und Bonviante haben alle drei dieselben Dropraten von 3%. Und dazu kommt noch die Terradorn-Saat, die auch 3% hat. Ja, auf jeden Fall 1% nochmal schlechter als von dem Blutsauger, was natürlich den Sumser-Helm dann teurer macht als den Bestienhelm, ganz klar. Habe ich ja auch in meinen letzten Videos gesagt. Finde ich nicht ganz ja, so überraschend, hätte ich auch so vom Gefühl her gesagt. Ja. Also da brauchen wir nicht länger zu diskutieren, denke ich. So, als nächstes Nozeros. Wir kommen gleich auch noch zu den Champions-Kisten, Leute. Als nächstes Nozeros. Wo bist du? Für mich jetzt absolut nicht interessant, aber schauen uns natürlich trotzdem an. Wir haben hier die Blitzfiole, 6%. Das Nozeros-Juwel, wieder eine andere Droprate. Wir haben bis jetzt 0,6% gehabt bei den Trojan-Juwel. Sonst haben wir immer 1% gehabt und bei den
Jagdjuwel 5% und jetzt haben wir 1,3% bei den Nozoros-Juwel für ein Sammelset, ja, zum Sammeln gehen natürlich sehr interessant, aber ansonsten ist das Nozoros-Juwel natürlich, ja, für den Kampf absolut useless, braucht man nicht. Ja, 6% hier von der Blitzviole, ja, kann man so unterschreiben, denke ich. Habe ich jetzt so ein Gefühl, ja, kann nichts anderes zu sagen. Jetzt schon wieder, Leute. Gargantua schießt. Auch sehr, sehr interessant, ey. Wieder eine andere Droprate. Ich weiß nicht, also das finde ich cool von IGG, muss ich sagen, dass es da so viele verschiedene Dropraten gibt. Jetzt haben wir hier von den Gargantua-Auge 7,9%, was die These aus meinen letzten Videos, dass die Angsttrommel auf Gold zu kriegen, Free-to-Play, machbar ist, nochmal unterschreibt, weil die Droprate von dem Gargantua-Auge 7,9% ist ja bis jetzt das zweithöchste, was wir überhaupt haben, ja. Nur glühendes Auge und Blaupause, also von Trojaner und von, boah, jetzt ist ja Pechschwingentruhe, jetzt komplett der Brain AFK Marcel, zu viele Zahlen heute gehört, auf jeden Fall bis jetzt die drittbeste Droprate, also nachts 2x10%, jetzt 7,9% für das Gargantua-Auge. Und wir haben wieder, wie beim Trojan-Juwel, eine sehr, sehr seltene Droprate für das Juwel hier. 0,6% nur für das Gargantua-Juwel. Denke ich, sehr, sehr interessant, die Juwel-Dropraten für die High-End-Spieler, also die, die schon das Set so gut wie auf Gold haben und jetzt langsam nur noch die letzten Juwelen auf Gold ziehen wollen. Ist, denke ich, sehr, sehr interessant, die Dropraten. Für mich jetzt nicht so, weil, ja, ich bin froh, wenn ich ein graues kriege, aber ich weiß eh, dass ich nie ein goldenes in mein Set haben werde, also ein goldenes Gargantua-Juwel, weil ich das immer dann in 4 aufsplitten werde. Jetzt kommen wir wieder zu einer Sache, die mich sehr, ja, überrascht hat. Da hätte ich eine andere Droprate erwartet, und zwar hier bei der Festglocke. Man muss sagen, ich hätte jetzt, wenn ich meine Winterhandschuhe kaputt machen würde, nochmal 4 Teile, also dann hätte ich 2 goldene und 2 epische. Also nochmal 4 epische würde ich dann kriegen. Das heißt, ich habe schon viele Glocken bekommen im Laufe meiner Lords Mobile Karriere. Und die Droprate hier ist 4% laut IGG. Hätte ich jetzt eher so auf 6% geschätzt. Also, dass es so selten ist. Was natürlich dann wieder einen anderen Aspekt auf mein letztes Video bringt, wo ich gesagt habe, dass, ja, dass die Winterhandschuhe billiger sind als der ewige Kodex. Stimmt natürlich, man braucht seltene Ausrüstung, also braucht mehr seltene Ausrüstungsteile beim ewigen Kodex, aber die Dropraten sind dieselbe zumindest. Ja, also man hat jetzt laut IGG bei beiden 4% für den verfluchten Schädel und einmal für die Schneeglocke oder beziehungsweise Festglocke. Hätte ich jetzt nicht gedacht, also mein Gefühl wäre es so gewesen, dass die Festglocke öfter als der verfluchte Schädel droppt und deswegen die Winterhandschuhe nochmal billiger sind als der ewige Kodex. Aber es ist anscheinend von der Droprate zumindest, also von der Wahrscheinlichkeit, die seltenen Ausrüstungsteile der jeweiligen Monster zu kriegen, gleich. Beide 4%. Also auch sehr interessant, hätte ich ein anderes Gefühl gehabt. So, und jetzt kommen wir zum letzten. Ich hoffe, das ist das letzte. Ich hoffe, ihr habt nicht irgendwas vergessen. Wir gehen mal noch durch. Eigentlich müssten wir alles gehabt haben, oder? Jetzt kommen wir nämlich zu den Champions-Kisten. Ja? Gerade wahrscheinlich sehr interessant für die einen oder anderen das Juwel. Also, wir haben die Kaminrote Mähne mit einer Droprate von 3%. Also, selbe Droprate wie bei Bonviante, ihr wisst, Bienenkönigin, Titan und Terrorsaat. Aber, was jetzt hier interessant ist, dass die absolut schlechteste Droprate, die wir überall haben, bei allen Ausrüstungsteilen von den Juwelen her, dass Champions Juwel mit nur 0,5%, Leute. 0,5%. Also wenn jemand darauf hofft, goldene Champions Juwelen in sein Set reinpacken zu müssen, dann verkauft jetzt schon mal eure Eigentumswohnung, weil das wird hart. 0,5% die Droprate. Das heißt, jedes 200. Teil, also alle 200 Teile, ist ein Juwel rein statistisch gesehen in den Kisten drin. Und das wiederum ist dann noch nicht gesagt, ob es jetzt grau, grün, blau,
Also wahrscheinlich wird es nur grau sein, ne? Also wenn es Gold ist, ist die Wahrscheinlichkeit nochmal niedriger. Echt heftig. Aber 3%. Ich habe noch nie Champions-Kisten geöffnet, außer immer die 3, die man durch die KVK kriegt. Deswegen kann ich mir davon keine Meinung erlauben. Aber ja, das waren hier die offiziellen Drop-Raten von IGG. Ey, absolut, wie ich finde, überraschend in vielen, vielen Dingen. Ich werde mir mein eigenes Video wahrscheinlich noch ein, zwei Mal angucken, damit ich mir selber nochmal ein Bild von den einzelnen Drop-Raten mache. Und das wird auf jeden Fall meine zukünftigen Kaufoptionen von den 5-Euro-Paketen von irgendwelchen Monstern beeinflussen. Denn zum Beispiel Terrordorn-Saat werde ich mir niemals kaufen. Ja, niemals. Die 3%, also Terrordorn-Pakete werde ich mir niemals kaufen. Die 3% von der Terrordorn-Saat, absolut dreist, finde ich. Weil so geil ist zum Beispiel das Terror-Parfüm jetzt gar nicht. Und das Terrordorn-Schild finde ich jetzt auch nicht so übertrieben geil. Klar, für Full-Infanterie schon ziemlich geil. Hat auch noch einen Forschungsboost drauf. Aber wenn man braucht 9 seltene Ausrüstungsteile und dann bei einer 3%igen Drop-Rate, hört mir auf, niemals kaufe ich das. Andererseits aber dafür positiv überrascht bin ich auf jeden Fall von den Pechschwingtruhen. Also von der Drop-Rate des glühenden Auges. Das hat, denke ich, also das hat mein Denken auf jeden Fall verändert, dass ich versuchen werde, Drachenschatten auf lila zu kriegen, denn mit einer 10%igen Wahrscheinlichkeit, das waren doch 10%, ich gucke es lieber nochmal nach, denn ich habe heute viele Zahlen gelesen und da kann sich auch einiges mal vermischen. Wo war's? Ja, 10% von dem glühenden Auge, also richtig gesagt. Ja, also ihr merkt schon, ne, das Video hat allein bei mir schon in meinem Denken einiges umgeändert, wie ich in Zukunft cashen werde. Ja, ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Bitte, 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 auch wenn ihr schreibfaul seid, ich weiß, man hat da keinen Bock, dann man guckt sich dieses 40-minütige Video an, hat dann 1000 Zahlen im Kopf und dann hat man auf jeden Fall keinen Bock mehr, einen Kommentar zu schreiben. Aber bitte schreibt mal einen Kommentar unter diesem Video, wie eure Erfahrungen sind mit den Drop-Raten, ob ihr jetzt zum Beispiel sagt, ey, da waren nur 3%, ich habe da fast immer Glück, oder wie 10% glühendes Auge, ich habe gefühlt schon 5000 Kisten aufgemacht und habe noch nicht einmal ein lilanes, goldenes bekommen und ja, kriege selten sogar graue, blaue, grüne. Also gerne eure Meinung in die Kommentare. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und haut da rein, Leute.